Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deus Ex Mankind Divided. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und wir haben lang genug hier in Prag, in der Unterstadt oder wie auch immer, also ich nenne es jetzt einfach mal Unterstadt, die Zeit verbracht. Und es wird immer Zeit, dass wir weitergehen. Und zwar ist hier oben noch ein riesiger Teil von Prag, den wir noch erkunden wollen. Und das tun wir doch jetzt mal. Unser Inventar sieht ganz beschissen aus, aber da drüben werden garantiert auch Händler sein. Ihr habt zwar ein Neuropozin, was ich nutzen könnte, um bei dem Händler noch weitere Informationen zu bekommen. Aber ich möchte erstmal gucken, ob ich das nicht noch weiter brauche. Hier kann ich... Nein, wir legen uns nicht. Wir haben uns schon vorhin mit dem dort angelegt. Vorhin. Letztens. Irgendwann mal. Wir legen uns nicht nochmal mit dem. Ja, wir gehen jetzt hier lang. Hier sind Augmentierte erlaubt. Wir gehen nicht den anderen Weg. Schönen guten Tag. Yeah, I don't know where to live. Dafür sprichst du ziemlich gut Englisch. Hallo. They expired last week. I must have taken the old ones by mistake. Ja, Ding. Schönen guten Tag. Kann ich dränge mich mal vor. Kann ich einfach durchgehen? Okay. How is it different from the Utalek complex? There's no comparison. Utalek was a place to put people, just a way to move the problem somewhere else. Rabia is built for you to live in. Okay. Can I keep this pamphlet? Of course. Have a good day. A better future for Orks. Alter, in der Stadt nachvollziehbar. Wie arschig diese Stadt hier. Liegt nicht nur hier, sondern es wird hier überall sein, die Zivilisten. Quatsch, die Zivilisten, die Augmentierten behandeln. Good afternoon, sir. My name is Felice Allman, and I represent the Santo Group. We're looking for able-bodied augmented persons like you to help us create the future. Erzähle mir doch mehr darüber, wie ihr die Zukunft verbessern wollt. Don't take this the wrong way, but this might be the wrong town to hawk a dream of the future in. Don't you think it's exactly the right one? Prague, a city with no respect for the choices its citizens made to become augmented. The choice you made. And you're going to tell me Santos found a city that does respect us? We're making it. You can't deny the world has to change. For the better this time. Augmentations helped us take great steps before. And we can do it again. In Rabia. A concept city. 3D printed. Beyond state of the art, a symbol of evolution. In the deserts of Oman, I've seen the new stories. But Santo's not a charity, and I don't think your stakeholders are philanthropists. That's why they've asked people like me to spread the word, to make an offer. Incentive-driven employment for any augmented person. You'll get a sponsored work permit for the duration of the city's construction. And after that? A guaranteed place in the residency lottery. Ah, die kriegen also die Arbeiten. Gut, sie wissen aber wenigstens vorher, worauf sie sich einlassen. Es ist nicht so, dass sie am Ende beschissen werden, wenn sie nur ein Los bekommen und nicht eine sichere. Und sie kriegen Arbeit und... Ah, das ist so schwer. Ich meine mal ganz ehrlich, es gibt ja solche und solche optimierten... Ich meine, Adam, wir... sind ja nur nicht wirklich freiwillig optimiert. Wir haben ja keine andere Wahl gehabt, sonst wären wir ja tot oder halt komplett unnütz gewesen. Wir wurden ja bei der Explosion ziemlich zerlegt, damals in Teil 3 am Anfang. Und auch andere, wenn mir die aus krankheitsbedingten Situationen oder aus Verletzungen irgendwie Gliedmaßen fehlen und ich die Möglichkeit habe, sie funktionierend mit Optimierungen zu ersetzen oder wieder da zu haben, dann ist das doch einfach keine... Ist doch... Ja, boah, die haben keine andere Wahl. Und deswegen finde ich das so unglaublich assi, dass die diese Zweiklassengesellschaft bauen. Weißt du, wenn das so überall von wegen, ja, ihr habt euch selbst dafür entschieden, den Arm abnehmen zu lassen, einen voll funktionsfähigen Arm und damit einen Opti-Arm zu nehmen, ist die Sache immer noch nicht verwerflich, aber eine ganz andere als... Du hast keine andere Wahl, als diesen zu nehmen. Also ich finde sowieso... Nein, ich finde das gut. Und ich finde es gut, dass es dort einen Ort gibt. Ich meine, es ist natürlich schwierig,
einen Ort, singulär, das hatte ich ja auch mal erwähnt, singulär nur für die, oder singulär, einzig, solitär, weiß ich nicht, einzig für Optimierte zu nehmen, weil damit natürlich die Abgrenzung noch forciert wird. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich vielleicht damit auch einen Argumentationspunkt oder einen Ansatzpunkt, wo du überhaupt erstmal, die können in Ruhe leben und dann kann man entsprechend sagen, ja guckt mal, wie hier so und so hat erstmal eine Verhandlungsbasis und nicht diese komplette Abschottung, die ja jetzt sowieso schon existiert, die in Gewalt ausartet. I appreciate that you believe in what you're selling, this new future. But the future the augmented want is the same as anyone else. And the world won't allow it! I'm sorry. I'm not supposed to. Santo is the only corporation in the world to increase its augmented workforce in the past 2 years. Did you know that? That must be convenient for a construction business. It's the opposite. Our CEO's life has been threatened for supporting the legitimacy of augmented people. But he, Mr. Brown, understands that the augmented saw the future early and rushed to meet it. Wenn sie die Wahl hatten, nicht so wie wir. Ja genau, das ist ja das, was ich bin natürlich auf Adams Seite in der Hinsicht. Am besten wäre es, wenn die einfach keine Selektion gäbe. Wenn du einfach sagen würdest, mir ist doch Wurst, ob du augmentiert bist oder nicht. Klar, als Augmentierter hast du in einer Baufirma natürlich mehr Möglichkeiten, wenn jetzt bessere Kraftverteilung oder mehr. Wir können ja jetzt einfach mal alleine riesige Kisten nehmen. Das ist in einer Baufirma sicherlich beliebter als jemand, der nur normale Stärke hat. Das ist natürlich das Problem. Aber es sollte... Das ist doch immer so irgendwo, oder? Weiß ich nicht. Naja. Schwieriges Thema. Der Utulex-Komplex war doch das, wo wir angefangen haben. Da ist doch alles da durch diesen Zwischenfall vor 2 Jahren krachen gegangen. Dass da dementsprechend das fallen gelassen wurde, ist klar. Da wird keine Trennung sein, wenn es da entsprechend, also nicht eine Trennung zwischen augmentiert und nicht augmentiert. Das so this incentive program positioning Rabia for the Augs. It's all on Nathaniel Brown. Everything. The industrial printing of the city, the archaeological design, the recruiting drive, even the street teams. Mr. Brown met us personally to sign off on us. Would you believe it? Yeah, I think I would. Archaeological? Architectural ecology. Rabia is zero footprint, fully self-sufficient. It is not just his solution for the augmented, it is his solution for cities. It is visionary. There is no other word for it. Right. Unfortunately, most of the visionaries I've met were so busy chasing their grand plan, they lost sight of the little people. Ja, aber da gibt es gibt ja schon solche Ideen. Es gibt ja schon Häuser, die nicht mehr geheizt werden müssen und dass ich ein Haus bauen kann, was über die Nutzung der Sonne und hast du nicht gesehen, keine externe Werbequelle braucht, also keinen Heizungsanschluss und oder die Möglichkeit, dass man halt über Solarenergie Strom gewinnt direkt vor Ort, also dass ich autark lebe. Und aber auch umweltfreundlich, weil ich halt nicht irgendwie Erdöl oder Erdgas oder Bio-Materie verbrennen muss, um an Wärme zu kommen oder an Strom zu kommen. Das ist eigentlich... Der Rest ist einfach nur Pessimismus, mein Freund. Nicht so pessimistisch sein! You've given me a lot to chew on. I can't sign up with you on the spot. Just consider it. What I've told you. I'm not trying to sell you the e-brochure of Rabia. You've seen it all anyway. They're just pictures and holograms. I want you to believe in the place. Ich meine, Adam hat recht. Adam, also das, hier treffen zwei Sichtweisen aufeinander. Adam hat insoweit recht, dass das Beste wäre für die Allgemeinheit. Ich versuche das mal hier zu hacken. Ich bin ja scheinbar hier. Das Beste wäre für die Allgemeinheit, wenn die... Ah, da sitzt eine Firewall dazwischen. Wie gemein. Wenn die Leute alle vernünftig behandelt werden würden, ohne dass irgendwer bevor oder benachteiligt wird. Aber das wird natürlich... Ja.
Das wäre natürlich sehr ideal, aber nicht so schnell umsetzbar. Und in der Zeit, wo so etwas umgesetzt wird, hoffentlich, eine Gleichberechtigung der verschiedenen, ich nenne es jetzt mal, Situationen der Leute, also ne, augmentiert, nicht augmentiert, ich hoffe, die haben mich nur, weil ich hier entdeckt wurde und nicht. Wir versuchen es mal nochmal. Wir ignorieren den unten. Da sitzt ja eine Firewall dazwischen. Meine Sau. Aber solange diese Utopie halt noch nicht besteht, muss. Das ist ja. Hey. Alter, 3. Lege ich mich mit denen an? Oh, hallo. Oh Gott. Nein, wir legen uns nicht mit denen an. Okay, die Tür ignorieren wir mal. Wobei, die ist halt, das ist die einzige Tür, die nicht Mach das mal später. Das mache ich, das wieder so ein Ding, was ich zwischen den Folgen mal machen werde. Die Türen hacken und sowas versuchen. Ja, aber solange diese Utopie noch nicht hergestellt ist, ist es natürlich sinnvoll für die einzelne Person, irgendwie zu fliehen, sage ich mal, vor der Bedrohung, vor der Diskriminierung, vor dem schlechten Leben, was sie da haben. Und deswegen ist es natürlich... Ja, gerne. Ich kann nicht. Ne, deswegen kann ich es nachvollziehen, dass die Augmentierten das als Individuum lieber weg wollen und sich in diese Utopie, in diese Stadt halt versuchen zu begeben, um... The song, it's in my head. It makes me think of the old puppet shop. You remember the one, when we were kids? Kopecki. I'm busy. Excuse us a moment. Seid ihr Zwillinge? That's it. Naja. Kopecki. I used to love um halt ein vernünftiges Leben führen zu können. Oh Gott, ich kann mir auswählen, wo ich möchte. Ich bin in da und ich möchte... Wo möchte ich denn hin? Warte mal, ich muss mal gucken, wo ich hin möchte. Kann ich hier irgendwie rauszoomen? Kann ich auf die andere Ebene? Nee, na gut. Komm, wir fahren einfach nach in die Mitte, so. Interessante Idee, den Ladebildschirm sozusagen darzustellen, einfach mit dieser Fahrt, und dass man dann da drinnen halt auch steht. Das ist eine süße Idee. Okay. Hier. Oh, hier könnte ich lang. Wo geht's denn da hin? Geht es in die Kanalisation? Nein, wir erkunden nicht. Wir machen jetzt erstmal das, was wir sollen. Friend, share some of your luck with the less fortunate. Gerne. Wie? Wo? Wann? Don't turn away. Ich kann nicht anders. Ich muss. Stay away, Og. Was willst du denn tun, hä? What do you want, Og? Blowing up people not enough for you? You have to bother them on the streets? Ja, ja. Jesus Christ. Wars, famines, murders, diseases. Is it my imagination or did everything go to hell after the incident? What is this city coming to? No, just no. No, you're right. Okay. Hallo. Ja, shit. Hele, prostě zabal menší kufr a buď připravená. Genau, von solchen Sachen möchte man natürlich fliehen. Logisch. Hallo? Hallo? Schönen guten Tag, kann ich Ihnen helfen? We are doing the best we can, sir. But full service will not be re-established for a long while. Wieso, gibt's ein Problem? Terroristischer Bombenanschlag auf Ruzika... Bahnhof. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Warte. Hä? Wieso? Oh, diese Steuerung, das ist ein bisschen nervig, dass ich hier nicht einfach scrollen kann. Warum kann ich hier nicht einfach rumscrollen?
Mehrere koordinierte Bombenexplosionen haben gestern Morgen den Ruzica-Bahnhof erschüttert, Dutzende von Reisenden getötet und die Angst vor den großen Terroranschlägen gegen die Stadt erneut geschürt. Der Zugverkehr nach Prag wird derzeit umgeleitet, während Forensiker in den Trümmern nach Antworten suchen. Heute Morgen ist nach wie vor unklar, wer verantwortlich ist, aber da es zwei ähnliche Anschläge in diesem Jahr gegen einige Abgeordnete und ein Polizeirevier gerichtet waren, liegt der Verdacht nahe, dass augmentierte Terroristen die Täter waren. Aus Unmut über die Prager Modellprogramme zur Lizenzierung und Umsiedlung von Augmentierten. Natürlich sind die Augen der Welt auf Prag gerichtet, sagte Alexei Wollner, der Pressesprecher der Staatspolizei. Und deshalb arbeiten wir hart daran, diese Welle des augmentierten Terrors zu beenden. Mit der Unterstützung von Interpol wird es uns sicher gelingen, die Schuldigen schon bald ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Ja, weil damit natürlich auch die Diskriminierung und die gegen die Gruppe Augmentierte beendet wird, die schlechter Behandlung der Augmentierten schlechter beendet wird und damit der berechtigte Zorn der Augmentierten verschwinden wird. Ja, genau so funktioniert das. Meine Fresse. Hacker veröffentlichen gestohlene E-Mails. Sind wir hier sind wir im Wahlkampf bei Trump oder was? Trump und Clinton? Mit der Behauptung, Beweise dafür zu haben, dass der internationale Währungsfonds die ärmsten Länder zugunsten der Weltelite durch wirtschaftliche Erpressung kontrolliert, haben Hacker des Juggernauts-Kollektiv Dutzende von E-Mails veröffentlicht, die bei einem Cyberangriff im letzten Monat gestohlen worden waren. Wir haben viele dieser E-Mails gelesen, aber die meisten waren lediglich Aufforderung, die Personalkühlschränke sauber zu halten. Was? Wieso kann ich hier schon wieder überall lang gehen? Warum kann ich hier lang? Schönen guten Tag. Ich bin hier Inspektor. Schönen guten Tag. Ich bin hier Inspektor. Gehen Sie bitte durch? Ja, gehen Sie bitte. Ich möchte Sie an Ihrer Arbeit nicht aufhalten. Eine Schublade mit nichts. Ja, cool. Was habe ich mir schon lange gewünscht? Nichts. Oh. Standardgewehrmunition. Zubehörteile nehme ich gerne mit. War da nicht noch was? Revolvermunition. Warum ist hier Revolvermunition? EMP-Granate. Was ist das hier für eine... Wo bin ich hier gelandet? Mein Gott. Sie haben nichts gesehen. Ich würde nur gucken, ob sie augmentiert ist. Ein Serverraum. Hübschi, 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 hübschi. Ich kann ja auch nichts machen, schade. Was ist das? Schmerzmittel. Und ein Wurm. Schön. Naja, aber ansonsten hier nicht irgendwie was Spannendes. Na gut. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Sorry, tut mir leid, ich lasse mich ablenken. Hallo? Hold it, Clank. Let me see your permit and be quick about it. I'm sure you'll find everything in order, officer. What's the matter, eh? I'm holding you up from some important, this is a BH-847. Is that what it is? Sounds impressive. Are you going to be a problem? Eyes to yourself. You are cleared through this checkpoint. Go about your business. Und genau sowas. Weißt du, ich komme da an, ich habe nichts Böses getan und sie ist aggressiv. No problems already. Sie ist aggressiv mir gegenüber. Dann wundert euch doch nicht, wenn ihr Aggression entsprechend wieder abbekommt. Kann ich? Kriege ich Ärger, wenn ich in den Kühlschrank... Guck mal, das... Ja, guck mal, das habe ich getan. Hier, ich habe den Kühlschrank bewegt. So, das habe ich getan. Ja. Ja, ist ja gut. Hübsche. Das ist ein schönes Gebäude. Generell sieht es ja alles sehr schön aus, muss ich sagen. Would you mind taking a photo of us in front of the statue? Sure, I'd be happy to. Oh, it's really simple. Zoom there, button there, hold and wait for the green light. No problem. Na, rennt er gleich weg? Ah,
perfekt. Wait, one more. Na, rennst du gleich weg? Kann ich dir einen Kopf schießen? Oh, let's see. Would you mind doing just one more? Like this. You two are so great together. I could do this all day. You can give me the right replacement. Hello. Dad. Ich warte gerade darauf, dass er irgendwas Böses tut. This is perfect. Thank you so much. Was sagt das über mich aus? Was sagt das über mich aus, dass ich das jetzt erwartet habe? Naja. Wir sind hier jetzt im anderen Teil von Prag, der deutlich schöner aussieht. Ich habe das Gefühl, dass der Himmel heller ist. Und wir gucken uns mal beim nächsten Mal an, was es hier jetzt endlich so zu entdecken gibt. Ich werde zurückfahren und hacken. Bis zum nächsten Mal, euer Kaninchen. Tschüss, Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!